Ja, hi zusammen. Heute auf dem Speiseplan etwas Italienisches. Das MKM Fara, ein Slip Joint Folder. Ein Slip Joint Folder. Eben. Es ist verdammt lange her, dass ich mal ein Video zu einem Slip Joint gemacht habe. Das war das Monte Carlo von Jens Anso, das Custom. Das hatte mich damals auch nicht wirklich überzeugt. War ein cooles Teil, ja. Für einen Slip Joint Folder, aber hatte einfach keine Chance aufgrund der geraden Schneidführung. Also, das ist nicht so mein Ding. Wer da aber Bock drauf hat, der sollte so ein bisschen die Augen offen halten, denn ZT, also Zero Tolerance, bringt oder hat jetzt eine Ausführung davon rausgebracht. Die Modellnummer kenne ich jetzt gerade nicht, aber ist ein 1 zu 1 Nachbau, ein Lizenznachbau in Vollcarbon. Also, wer da wirklich Bock drauf hat, einfach demnächst mal gucken. Ja, hier zu diesem Messer, Slip Joint ebenfalls, will ich nicht, brauche ich nicht, sage ich eigentlich bisher. Aber der Richie hat jetzt mit der letzten Lieferung mir einfach zwei Stück mal mit reingepackt und sagte: Jung, du musst dich mit dem Thema mal auseinandersetzen. So ganz Unrecht hat der ja nicht. Also, Bock habe ich ja schon, weil, ja, der Stefan würde jetzt sagen: All knives are great. Da hat er auch recht. Also, mir gefallen manche wirklich sehr gut vom Design her. Aber was mich immer so ein bisschen stört, ist einfach die, ja, reine Einhandbedienung. Gefällt mir nicht unbedingt. Ja, also es gibt schon mal coole Teile. Ja, aber so ganz anfreunden, sprich, der Spielspaß fehlt mir da einfach. Ein K.O.-Kriterium ist jedoch immer. Bei jedem Messer, egal wie schön das ist, da gibt es etliche Messer, der fehlende Clip. Und ja, das ist jetzt bei diesem Messer Gott sei Dank noch vorhanden, beziehungsweise bei diesen zwei Modellen. Und zwar handelt es sich hier um die Special Edition von TFG. Hier einfach einmal Titan-Bronze anodisiert und Aluminium eloxiert in grün matt, finde ich persönlich totschick. Mit einem Clip, was in der Serienausführung nicht vorhanden ist. Ja. Was bei diesem Modell nicht vorhanden ist, sind diese drei Anbohrungen, die hier im Bereich des Griffes, hier an dieser Rundung, fehlen. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde, die machen optisch ein bisschen was her. Ja, ist leider nicht drauf. Dafür eben ein Clip ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Die Serienausführung, die kommt in vier unterschiedlichen Ausführungen. Da Titan, ich meine naturbelassen, Aluminium eloxiert schwarz und dann gibt es zwei Holzvarianten. Frag mich nicht nach den Holzsorten. Da aber mit einem zusätzlichen Liner, also da haben wir Liner als Träger, Platinen. Ja, gucken wir uns dieses Teil doch einfach mal genauer an. Und zwar haben wir hier ja eine einfache Achsschraube mit Torx-Antrieb, den sonst ziemlich einfachen Griffen, leicht gestonewashed und anodisiert. Auch hier komisch, zwei Messervideos hintereinander, für mich zumindest. Diese Sache mit den Phasen, das habe ich ja bei dem PMP Revenge ja auch angesprochen. Diese verschiedene Breiten und Tiefen der Phasen haben wir auch hier. Auch hier ist das natürlich wieder eine Sache, die optisch schön sein kann, je nach Licht und Schatten. Was aber definitiv genauso gut ist wie beim PMP, ist die Handlage aufgrund der Phasen. Das verbessert einfach die Handlage ungemein. Ansonsten wäre das wirklich ein sehr, sehr kantiges Messer, auch von der Handlage her. Finde ich doch sehr schön insgesamt, sehr sauber angefasst. Ja, dann zwei einfache Schrauben, dann ein Lanyard Langloch. Ja, hier das Ganze zu sehen, auf der Rückseite das gleiche mit dem Clip. Schön finde ich, dass die einfach eine vorhandene Bohrung für die Clip-Befestigung genommen haben, anstelle den Clip irgendwie so zu positionieren, dass man vielleicht noch eine Schraube mehr sehen würde. Also das ist eine gute Sache, da haben die mitgedacht. Vielleicht waren die auch nur faul. Fakt ist, das ist eine schöne Sache. Ja, dann das Logo hier gelasert, würde ich sagen.
Tools for Gents. Doch dezent, nicht irgendwie auf der Klinge, nicht auf der Vorderseite, eher auf der Rückseite, direkt neben dem Clip. Also gefällt mir sehr gut. Die Rückenfeder hier gerundet. Was optisch nicht so schön aussieht, dass sie hier unterbrochen ist. Das muss wohl leider sein, weil hier eben das Langloch ist. Ja, so eine Zwischenlösung ist okay, aber ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Die Klinge selber, Flachschliff mit dieser Rinne, also kein Nagelhau, sondern da ist eine Rille eingefräst. Finde ich soweit schön. Hier das Logo finde ich überhaupt nicht schön. Ja, manche werden sagen, boah, du mit deinem Logo, aber für mich ist ein Logo einfach wichtig und aussagekräftig. Hier haben wir die drei Buchstaben MKM, Maniago Knife Makers. Ja, Maniago Knife Makers einfach aus dem Grund. MKM ist ein Zusammenschluss von vier bekannten Messermachern oder Messerherstellern, besser gesagt, aus Italien. Lionsteel, Fox Knives, Viper und Mercury. Wobei Mercury für mich ja, so bekannt jetzt bisher nicht war, ehrlich gesagt. Aber die drei anderen, da muss man ja schon sagen, die sind doch eher bekannt und liefern ähnlich gut ab, beziehungsweise alle gleich gut ab und alle wirklich auf allerhöchstem Niveau. Na, ich mache mal die Klinge sauber. Die Messer, je nach Modell, werden die einfach in verschiedenen, bei den verschiedenen Unternehmen, Herstellern gefertigt. Dieses Messer wird bei Mercury gefertigt und verarbeitungstechnisch kann man hier auch wirklich absolut nichts sagen. Da wurde das Ganze sauber umgesetzt. Ja, hier das Design von Lucas Burnley. Quaken, ja, für viele denke ich mal ein Begriff. Ja, hier der Klüngenrücken, kein Jimping, ebenfalls gerundet, geht über in die Rückenfeder. Was ich sehr schön finde, wir haben hier so ein Two-Tone-Finish, das heißt, wir haben die Satin oder eine satinierte Klinge, so eine ja, satinierte, gestonewashed Flats, also Flächen, und dann haben wir die Rille mit Klüngenrücken und Rückenfeder. Ja, die ist gestonewashed, also die hat, das hat so ein mattes Finish, rein vom Feeling her spürt man den Unterschied und es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, sehr, sehr glatt, sehr fein ausgeführt, also fühlt sich insgesamt sehr gut an, auch im Messergriff, also da hat man wirklich einen kleinen Handschmeichler in der Hand, also gefällt mir soweit ziemlich, ziemlich gut. Ja, Klinge hat einen Half-Stop, also einen Halbstopp. Klingengang ist soweit okay. Die Feder ist gut, angenehm. Klingenspiel nicht vorhanden. Klingenzentrierung, naja, das geht besser. Ich habe aber auch die Schraube schon mal ein bisschen gelöst. Ein bisschen kann man es korrigieren. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft. Ich muss einfach mal diese Schrauben hier lösen. Und dann nochmal das Ganze korrigierend festschrauben. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Klappt eigentlich sehr oft. Immer nicht, fast immer auch nicht, aber oft. Ja, was ich neu für mich jetzt entdeckt habe, ist die Klingenwurzel. Ich kannte es bisher so von Lajolz oder von anderen Zweihandmessern, dass wir hier die Klingenwurzel eine Rundung haben mit einer Kerbe drin, wo die Rückenfeder einrastet. Hier haben wir einfach ja, gerade Flächen. Das heißt, eine Fläche, die oder die erste Fläche, die hier kommt, ist der Halbstopp. Die zweite ist direkt die Rastung. Und da haben wir an dieser Stelle ja, keine Nut oder so, wo die Feder eingreift, um einfach das Messer ohne Verriegelung wieder schließen zu können. Ja, finde ich, wie soweit, wie gesagt, als Slipjoint, ja, weniger reizend für mich. Aber dafür, dass man sich damit einfach auseinandersetzen muss, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ja, rein von in der Größenordnung habe ich jetzt mal einen Toucan.
Ja, das ist ja doch ein bisschen was größer, auch insgesamt was breiter. Ja, zuletzt entdeckt und super darüber gefreut. Ah, Moment. Aha. Mein Cryo 2 mit gebrochener Feder. Da ist das Cryo doch ein bisschen was kürzer, wobei die Klinge ist ähnlich lang. Ein Real Steel H5. Auch ein cooles Teil. Und manche werden jetzt lachen. Ein Victorinox. Also keine Ahnung welches Modell. Ja, kleine, große Klinge, kleine Klinge, Kapselheber, Dosenöffner, Korkenzieher und nochmal so ein Schaber oder was das auch ist. Fand ich cool, immer noch cool, weil es schwarz ist. So Custom Scales von Daily Customs oder wie die ganzen Hersteller auch heißen. Das wäre eine Option, aber preislich sind die komplett raus. Also insgesamt ähnliche Größenkategorie, wenn man das Ganze mal so sich anguckt. Ja, da geht die Reise hin. Ja, also preislich gesehen auch immer so ein Punkt. Da muss man ja sagen, bei Slipjoints mit wenig Technik drin verbaut, da hat man ja ungefähr 150, 200 € teilweise. Custom sowieso richtig out of space. Daher für mich auch immer ein Punkt. Also wenn ich zurückdenke, ich hatte mal einen Northwoods mit Kamelknochen gefärbt in Grün. Darüber hatte ich ja auch ein Video gemacht. Fand ich mega. Rein optisch gesehen, aber auch da die gerade Schneide hat mir einfach nicht zugesagt. Zwischenzeitlich hätte ich mir mit Sicherheit auch ein bisschen was geholt, aber einfach die Preise von, ja, wie gesagt, 150, 200, 150 €, keine Ahnung, bla bla bla, ist mir einfach viel zu viel. Und hier bei diesem Messer hat man doch 150 € und hier 100 €. 150 ist auch wieder so ein Bereich, wo ich sage, ein bisschen viel. Aber wir haben hier Titan, muss man einfach bedenken. Und noch cooler ist, da habt ihr vielleicht auch schon gesehen, Tools for Gents hat ja so ein Video jetzt veröffentlicht mit einer Rabattaktion. Das heißt, für diese Messermodelle gibt es auch Rabattcodes. Die werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Doppelt gemoppelt hält besser. Also wer da wirklich Bock auf diese Messer hat, das kriegt man dann für 135 €, 150 minus 10%, ja, und da kommen wir auf circa 90 €. Also kann man mal machen. Ich persönlich muss sagen, ich würde einfach das Grüne nehmen, weil mir das Grün von der Farbe her sehr, sehr gut gefällt. Und ja, es ist leichter, es fühlt sich auch wegen der matten Oberflächengüte doch, ja, finde ich schöner, finde ich sehr, sehr cool. Ja, soweit eigentlich zu diesem Modell oder zu diesen beiden Modellen. Slipjoints, ein Thema, was wir auf jeden Fall uns demnächst alle mal angucken müssen, auch ich, ob wir wollen oder nicht. Ich denke, ein, zwei schadet nicht. Mal gucken, wie es für mich weitergeht, was Slipjoints angeht. Gut, das wäre es von mir und vom Fahrer MKM oder MKM-Fahrer. Danke fürs Reinschauen. Haut rein. Ciao, ciao.